Moin Leute, ich bin wieder mal Momo von Outlet46.de. Heute haben wir ein Sneaker Unboxing auf unserem Kanal und wir starten auch direkt mal rein mit dem Adidas Tubular Nova in Grau. Hier haben wir das Adidas Logo auf der Verpackung, ganz normal typische Adidas Verpackung mit den drei Streifen. An der Front haben wir hier Tubular Nova in Grau, ganz normal. Kommen wir auch schon zum Sneaker an sich. Da ist auch schon der Tubular Nova. Das Design des Schuhs ist auf jeden Fall sehr modern gehalten, sehr futuristisch. Auch ein bisschen edel hier mit dem Krokodilleder-Design hier an der Außenseite. Diese Overlays, die reflektieren nachts, also ihr könnt das mal genauer sehen. Die reflektieren nachts auf jeden Fall, also ich kann euch das nochmal in Anhang mit reinpacken, da könnt ihr nochmal sehen, wie die reflektieren. Hier vorne haben wir ein Neopren-Design, gefällt mir persönlich ganz gut, weil sich das halt auch echt gut anfühlt. Das geht bis oben hin, macht den Schuh natürlich auch nochmal extra bequem. Mit so einem Punktmuster, hier oben noch das ganz normale Adidas-Logo als Zug. Vorne haben wir Echtleder an der Spitze. Das nochmal ein bisschen genauer sehen können. Hinten haben wir so einen ganz normalen Zug, also mit dem Adidas-Logo noch drauf. Muss für mich persönlich jetzt nicht sein, aber das zieht den Schuh auf jeden Fall nicht runter. Für mich auf jeden Fall ein Top-Schuh, ein Top-Sneaker. Warum? Hauptsächlich hier wegen dem Design an sich und auch wegen der Sohle. Die Sohle hat ein sehr gutes Design, also mit diesem Streifenmuster, das habe ich persönlich noch nie gesehen. Also die Tubular-Schuhe haben ja meistens hier so eine Form von der Sohle her, aber die Streifen sind nicht üblich, die gibt es erst beim Nova und die gefallen mir persönlich sehr gut, dass ihr die auch noch mal ein bisschen genauer sehen könnt, noch mit dem Logo innen drin. Sehr nice und auch sehr bequem. Die Schnürsenkel, Adidas üblich, sehr schlicht gehalten, zum Schuh immer passend, genauso wie die Verarbeitung, also könnt ihr die Verarbeitung noch mal sehen, für die Nähte. On point meiner Meinung nach. Ja Leute, wir haben den Schuh noch in Beige, in Schwarz, in Rot und in Blau. Ich kann euch die alle mal in die Infobox verlinken, da könnt ihr euch die nochmal genauer angucken. Mir hat der graue Farbton jetzt persönlich am besten gefallen. Ja Freunde, das war's auch schon zum Unboxing. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.